noch Yannick hinzu. Hey Moritz. So. Die spielen LOL jetzt anscheinend. Alle Skelette schießen hier echt mies gerade. Hi Moritz. Wusstest du, dass ich mit meinem Schwert ein Skelett one-hitten kann? Nö. Ey. Felix hat doch irgendwann. Warte mal kurz, ich. Warte. Wann hat Felix eigentlich seinen Geburtstag gefeiert? Nur mal so. Am Quest. Montag. Aha. Und was habt ihr gemacht? Wir waren in einem Klettergarten. Und ich nehme nach wie vor auf. Okay. Ja, Felix war an seinem Geburtstag in einem Klettergarten. Coole Sache, ne? Geburtstag. Geburtstag. Tag, an dem Geburten stattgefunden haben. Alter, ich bin gerade auf 10 FPS, ey. Moritz, schau dir mal die Insel an, die ist einfach nur so eine Attrappe. Alter, ich feier das gerade so richtig. Hast du viel Dreck? Warte, Chris. Nein, ich hab mich völlig verzählt, ey. Ich hab's. Also, du hast nicht viel Dreck. Ja, Yannick hat viel. Oder ich muss mal in meinem Haus gucken. Ich werde jetzt zu deinem Haus reisen. Das Haus erkennt man. Die Kunst des Weltenwanderns. The Night of the Rabbit. Ich hüpfe von Baum zu Baum, ich bin ein Baumläufer. Alter, ich brauch so eine Maniolin-Axt, ey. Hast du meine Attrappe schon gesehen? Nee, Chris. Schau dir meine Attrappe an. Gleich, Alter. Ich muss. Das ist einfach so eine künstliche, vulkanische Insel. Weißt du, es soll so vulkanisch aussehen, weil so wie so ein Krater eingeordnet ist. So, 3-3 geht nicht. 3. Also, erstmal das hier. Alter. Da ist eine Karibi-Pasta. Pasta. Bestimmt habe ich ein 4 dazwischen, was mir eigentlich ein Problem bereitet. Nein, wenn ich 4 dazwischen habe, Alter, das wäre echt schlecht. Ich habe 5 dazwischen. Hallo. Was mache ich eigentlich? Was mache ich? Ich bin keine Ahnung, ich bediene mich immer an deinem Dreck. Ja. Puh. Ich bin doch echt so blöd, was mache ich denn? Ich schrotte gerade meine Axt. Tja, Moritz schrottet gerne Äxte. Du hast nicht viel Dreck. Ja. Nee, ich habe viele Kisten in meinem Haus, gell? Das sind wenig. Ach du bist hier. Das ist mein Haus, das gerade gebaut wird. Kann schauen, mein richtiges Haus im Dorf, das da, wo ein Grabstein vor ist. Okay. Wieder zur altbewährten Form und wieder fehlt mir ein. Ah, da hinten bist du, Skelett. Ich bin gleich bei euch. Okay. Hallo, Yannick. Ich bin gerade im Dungeon. Und es ist richtig schlecht, das sieht für mich aus. Moritz, ich finde dein Haus nicht. Im Dorf, das mit dem Grabstein davor, wo Noah was draufgeschrieben hat. Weiter, geradeaus, am Brunnen vorbei und jetzt rechts. Das rechte Haus. Ah. Es hat 2 Keller. Moritz starb an Husten. Ja, das hat Noah da drauf geschrieben, ey. Alter, scheiß Dreckviecher überall. Ja, Mann, warum hab ich. Jetzt, wo ich meinen Greifhaken wirklich mal bräuchte, habe ich ihn nicht dabei. Ich hab Tin und Aluminium.
Ich hab 10 Aluminium-Ingots. Ja, und? Die habe ich schon voll oft gekriegt. Ah! Jetzt, wo ich meinen Enterhaken mal wirklich bräuchte, ey. Dann ist er mal nicht da. Ich finde halt lauter Goblins, die sind voll dreckig. Oh mein Gott. Und meine goldene Feder, da war ich natürlich auch zu blöd. Was ist das für ein grünes Meteorit, Portal? Meteorit! Was passiert, wenn ich in das grüne Portal springe? Bringt nichts, das ist kein Portal, das ist einfach nur ein Leck, dass die grüne Masse da drin ist. Und was ist das? Hey, ist ein Meteorit eingeschlagen. Okay, versuche es ein Juwel rauszubekommen, so wenn es geht. Das wäre am nützlichsten. Alter, ich bin wirklich in einer unterirdischen Festung. Ja, das ist, sind da lauter Spinnenweben. Nein, nein. Das ist was anderes. Oben ist ein Turm und unten ist ein richtiges Bollwerk. Ich sag euch jetzt was, aber das dürft ihr niemandem sagen. Also, wenn Felix mich zu euch aufregt, dann könnte ich auch zu euch gehen. Lol. Ja. Gut, dass du das jetzt in der Aufnahme gesagt hast. Aber keine Angst, hier kommt er erst in frühestens 2 Wochen raus. Ach so. Ja! Yannick! Yannick! In der Truhe waren 8 Höllogiten. Alter. 16 rote Meteoritenjuwele, ein unbekannter Meteoriten-Heraufbeschwörer und Höllorit-Heraufbeschwörer. Alter. Alter, ist das geil. Ist mir ein Rätsel, was das bringt, aber okay. Wir können jetzt einen Höllorit heraufbeschwören, der irgendwo hinfliegt. Alter, das ist geil. Und was ist ein Höllorit? Das ist so ein Meteorit, da kommt so und der schafft ein Netherportal. Und so voll viele Viecher. Agro-Goblins! Reloaded! Sollen wir auf Noahs Insel einen Höllorit heraufbeschwören? Nee, noch nicht. Also wir können damit Drohne jedenfalls. Und ich kann auch noch ein... Warte, was war's? Ein Höllorit oder ein unbekannter Meteoritenbeschwörer? Okay. Ich weiß gar nicht, können die mehrmals oder nur einmal beschwören? Weiß ich nicht. Probier mal lieber ein Singleplayer aus. Oder ich gucke im Wiki. Aber dazu bin ich jetzt zu faul. Werde ich mir noch durchlesen. Alter. So haben wir auch noch 8 Höllorit-Bruchstücke. Daraus kann man sich auch noch Hammer-Rüssi machen. Was bringen die Höllorit? Daraus kannst du eine Rüssi machen, die ist so gut wie Diamant. Und wenn du die komplette Rüssi anhast, bist du feuerresistent. Dann können wir in Never eine richtig geile Farm gehen. Und ich habe 16 rote Meteoritenjuwele. Daraus kann man sich auch was machen. Zum Beispiel... Das machen wir dann auch mal. Fuck. Zum Beispiel können wir uns dadurch den Meteoriten-Einschlagmelder machen. Oder wir können den Katzen... Wir können jetzt... Ey, Yannick, wir können jetzt den Katzenkometen-Beschwörer machen. Ey, das müssen wir nachher... Warte mal, machen wir das? Ja, oder? Ja, wir machen unseren Katzenkometen-Beschwörer. Beste... Keine Ahnung, wir wissen selber nicht. Wahrscheinlich tut er Katzenkometen beschwören. Wirklich. Das war geil. Das sind dann so Katzen, so fette, runde Viecher. Miau. Die stürzen einfach ab und dann kommt so eine riesige Explosion und das einzige Geräusch, das kommt. Miau. Naja. Alter, aber echt das übel Lack, ey. Noah hat glaube ich auch dieses Frostdings da, Frostariten, Axt und so, Frostarit. Schuhe hat der. Ja, der hat jetzt auch noch einen Brustharnisch gefunden. Schuhe oder normal? Brustharnisch, ja toll, ich hab die Werkzeuge voll viele von. Ich hab die Frostarit-Klinge zum Beispiel. Moritz, kannst du dir jetzt mal meine Insel anschauen? Bitte. Moritz, mach es. Okay. Es ist es wert. Das ist einfach nur eine Insel-Attrappe, eine Wannabe-Insel. Ich habe gerade irgendwie keine Hoffnung, dass hier jemand wieder rausfindet. Und ich habe Schokoladeneis bekommen. Schokolade. Wo ist deine Schokolade. Insel? Welche? Wo bist du? In der Stadt. Lauf mal ans Ende von der Stadt. Gravity Hook. Welches Ende?
das, wo Noahs Haus ist, ziemlich am Ende. Ach so. Da. Warte. Da ich komme mit meinem Gravity Hook her. Nein, so lang. So weit reicht meine Gravity Hook leider nicht. Ja, aber das schafft er. Moritz, ich sehe dich. Hallo. Hi, Chris. Das ist meine Insel, falls du es schon siehst. Alter, los, langsam wird's jetzt echt. Spinnen rein, hier rein, Goblin gerade auf eine Spinne. Welche Insel, Chris? Die, wo ich hier bin. Wo bist du? Hier hinten. Lauf mal in Richtung von Yannick's Haus. Oder lauf mal auf die Plattform von Yannick's Haus. Ach so, ja, okay. Nein, das fängt an zu pissen. Ja, von der Anfang von meinem Haus. Guck mal, jetzt dreh dich nach rechts. Rechts drehen. Neben dem Turm. Neben dem Turm. Ja. Siehst du's? Da ist eine Insel. Ja, da ist eine Mini-Insel hinterm Turm. Nein, links neben dem Turm. Ja, du sagst schräg. Ah, da bist. Voll realistisch. Ich weiß. Nee, die geht noch so nach innen, weil ich soll so einen Krater darstellen. Sollen wir wirklich hier einen Krater erschaffen, Chris? Nee. Was, wie du kannst einen Krater erschaffen? Durch den Meteorit oder ja, was? Ja, oder Höllerit. Moritz, guck mal. Ja, ich mach das auf die Ich hab ne Mine gefunden. Gentleman-like. Mach ich das. Du kannst doch einfach tauchen und in der Mitte hochkommen, weil in der Mitte ist ein Eingang. Nicht nur in der Mitte. Da kann man. Naja, so prickelnd sieht es ja noch nicht aus. Warte, ich komme jetzt mit meinem Gravity Hook her. Alter, das ist hier geil. Das ist mega. Das wird das. Festungssystem schon. Ja, ein richtiges Festungssystem mit Minen und allem. Ich kann von hier aus, von hier oben kann ich mein Haus sehen. Okay. Von hier oben vor allem. Ja, von hier oben. Diesen Treppen. Ich will wieder raus, ist mir zu langweilig hier. Man kriegt nicht diesen geilen Überschritt. Nimm halt eine Scroll of Escape. Habe ich vergessen, ich habe vergessen, die zu machen. Ich bin in der Mini Goblin City. Alter, mein Inventar ist schon wieder ziemlich voll. Das gibt's ja nicht. Aber ich habe ein paar Essenzen. Ja, und so manchen Scheißdreck halt. Üblich. Komisch, dass noch niemand meine alte erste Mine entdeckt hat. Noch nie jemand. Ja, das ist auch meine erste Mine und die ist irgendwie kann man nur halb als Mine werden. Weil nämlich die Goblins drin sind. Nee, ich meine, weil ich habe mich da reingegraben, gleich zu Anfang vom Server. Und ein riesiges Höhlensystem gefunden. Ja, ich bin ja auch bei den Goblins, ich bin auf guten Weg, wieder rauszufinden. So, dann gehe ich mal den Turm mal hoch. So. Okay, nice. Ich bin gleich wieder oben. Dann gehe ich mal nach oben in den Turm, nicht mehr nach unten, weil unten ist ein riesiges System. Das unten ist mir zu groß. Ja, Leute, mein PC ist mir zu groß. Noch Fragen? Irgendjemand Fragen? Tja, daneben nicht. Ich stelle nämlich auf, verdammt. Ach, wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, habe ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zur Mundharmonika. Sing von Nein, Mikronia, sicher nicht. Von Rufus und Goal und dem Leben im Dreck und vom Umstand, dass man wohl mal. Ja, also, ich finde ja schon sehr traurig, dass er es nicht geschafft hat. Es deprimiert mich zum Teil. Was denn? Dass Rufus es nicht geschafft hat. Dass Rufus seinen Traum nicht erfüllt hat. Chris und Moritz wie aus einem Mund. Rufus hat nämlich losgelassen. Er hing nämlich an einem Rotorenblatt eines Luftschiffes und dann hat er losgelassen. Und das war so ein. Wenn du die ganze. Wenn du die ganze Story weißt. Yannick, weißt, guck, du musst da die ganze Zeit. Du hängst da mit drei anderen Typen und die sind alle drei als Klitis verkleidet. Und Gold konnte wissen, wer der echte Rufus ist.
Und nachdem du die entscheidende Frage beantwortet hast und sie weiß, dass du es bist, dreht sich der Rotor. Dann hält er wieder an. Dann weiß er nicht mehr, wer welcher ist, und dann kommt die Frage erneut. Oder dann fragt sie erneut irgendwas. Und so geht's halt die ganze Zeit weiter, Nein, verstehst die du? erkennt es nie, wer der Richtige ist. Ich rufe, sagt immer nur, du hast wieder deine. Hey, warte, das ist wieder Goblin Tower. Aber ich meine, ein ganz anderer normal. Chris, der sagt zum Beispiel, du hast heute wieder deine blaue Unterwäsche an. So kommt Dann das die auch so, schon so. woher weißt du denn das? Wow. Ah, nee, hier geht's wieder hinab. Ah, nee, ich hab's keinen Bock mehr auf diese scheiß Goblins, die nerven mich. Ja, Janik, und dann merkst du halt langsam, dass es halt irgendwie nicht, zu nichts führt. Und das Einzige, was du dann noch sagen kannst, ist so, der ist Rufus, ich bin's nicht, und loszulassen. Okay. Klingt scheiße, aber es ist das Einzige, was der tun kann. Traurig. Tragisch. Da hast du so recht, Herr Das Spiel ist echt Mord. nichts für mich, das ist bestimmt so langweilig. Nein, also es sind witzige Dialoge. Gronkh sagt es auch. Gronkh hat immer recht. Nein, aber. Gronkh macht auch mit bei Depot hier. Ja, Der als. natürlich darf er da nichts Negatives drüber Als sagen. Goon macht So. er damit. Goon. Ist Goon wieder Ja, da dabei? hat es eine Freundin. Goon, der Ja, und dann Penner. musst du die Freundin als. Dann verkaufst du die Freundin sozusagen als Sklavin. Achso, ich dachte, der denkt, das ein Notfall ist. LOL. Weißt du, die sind so zusammen dann in die Kanalisation, dann musst du so eine Kurbel betätigen, dann werden die hoch in die Oberwelt und dann gibst du Gun so einen Klappstuhl, dass sie sich hinhocken können, der baut gerade so auf, machst den Hebel wieder runter und die ist wieder unten. Sind sie beide voll traurig. Dann Gun, weißt du, dann gibst du Gun so eine Anzeige, dass der Taco-Verkäufer werden soll. Dass du endlich Tacos bekommst, dann wird der Taco-Verkäufer und die andere verkaufst du an einen Affen, dass sie zu sein zu der, als Affe zu der Drehorgel von dem Affen tanzt. Ich bin durch eins dieser komischen Portale gegangen und ich bin in der und ich bin irgendwo gespawnt. Machst du bestimmt Portal gegangen? Durch eins dieser komischen Portale. Nein. Du bist Was bedeutet verloren. das? Nee, man kann wohl keine Welt zurück, aber Verdammt. trotzdem als. Verloren. Kommst, kannst du wieder zurück? Ah, das ist eine Kiste, da ist nur Scheißdreck drin. Kannst du wieder zurück? Ja. Echt? Ja, das ist ein anderes Portal, glaube ich. Also das ist so eins, was auch bei uns da hinten steht. Mit so Steinziegelzeug drumherum. Ach so, ja. Stirb, Ist ein Skeleton. Feuerpfeile? Lol. Ja auch. Was oder wer zur Hölle war hier? Was zur Hölle vor allem? Bestimmt Dr. Mac. Keine Ahnung was. Dr. McSchnolls. Dr. Mac Schnolls. Also ich bin da im Kreislauf ja dann. So. Aber als Goon Rufus wieder sieht, ist er voll negativ wieder eingestellt, ey. Ja, immer wieder so, nein. Also. Ich stelle mir das gerade so im Sinne von Stimmungsschwankungen, so, hallo Rufus. Nein. Oh, ist ein Tower, perfekt. Und eine Kuh im Tower. Das ist ein Todestower. Gell, seine Todeskuh. Ist böse. Nein, Ich mache hier eigentlich den Tower, wenn es dunkel ist. Das ist mal das Dümmste, was ich machen kann. Vielleicht bist du dumm. Ich weiß. Janik wusste, dass er dumm ist und er akzeptiert es. Ja, ich kann es nicht noch akzeptieren, nicht so wie Noah, ne? Gell. Soll ich ein Beispiel mitnehmen? Ihr kleinen Schweine. Oder da einmal so. Und ich will. Weil ich in der Kanalisation gehen immer 5 Slotty, das die Währung, gehen immer so rum, weil man kommt aus der Kanalisation raus und es gibt 5 Slotty da insgesamt.
Und die gehen immer halt so rum, dann sehr so. Der Barmann so hat was für 5 Slotty gekauft und sagt dann so, ich will ja auch was daran verdienen. Deshalb verkaufe ich es für nie dagewesene 6 Slotty. Dann gibt es die Oberwelt, geben das dem Sohn dann so. Was? 6 Slotty? Ich hatte nicht gedacht, dass es solche Geldmengen überhaupt auf der Welt gibt. Meine Attrappeninsel, ich brauch mehr Dreck, Alter. Meine Attrappeninsel. Ist auch hobbylos, oder? Wie kann der spawnen, ey? Blöd Zombie, nein, Zombie, nein, du verbrennst jetzt elendig. Morris fing an, mit einer Frau zu flirten, die definitiv zu alt für ihn. Ah. Janik tat's ihm gleich. Sicher, Eisen gerade ungefähr. Und locker bestimmt 10 Skelette in den Turm. Ich bin mittendrin und wir kriegen sie gerade alle auch gegenseitig. Und ich feuer noch mit meinem Feuerbogen dazwischen. Hm. Hier waren gerade Doppelmonster im Turm. Also ganze 6 Slotty, Moritz. Nekromanten sind oft, wir sind manchmal in Türmen. Nekromanten sind wirklich gefährlich, sag ich dir. Naja, das war ganz normal Doppelmonster. Ja, Nekromanten, die. Ja, es ist, ja schon, ich sehe gerade ein Dorf nebenan und Naustio ist direkt vom Fenster. Und dieser Turm ist in dem teilweise in dem Haus von diesem einen Dorfbewohner. Ist auch mal nett, ne? So ein böser Monster-Tor ist mal direkt in deinem Haus. Ne? Ich bin dumm. Ah, oh Mann, ich hasse es. Wie ist mein Dauer eigentlich bei Nacht? Das ist bescheuert. Vielleicht bist du bescheuert, wer weiß. Ja, ist halt die Frage. Wir können es dir nicht sagen. Wir sind nur Psychologen und IQ-Experten. Ja. IQ-Experten. Ja. Wenn du mit dem IQ eins tust. Ich bitte dich, Janik, der IQ von Erdnussbutter. Achso, ja. Delicious. Oder wenn dein IQ ist, wenigstens noch delicious. Mein IQ ist Ahornsirup. Süß. Sweet. Emerald Shards sind zu nix gebraucht. Oh mein Gott, Janik mag mein IQ, er findet ihn köstlich. Da. Nein, oben sind Spinnen. Ein Schokolade sind Spinnen. Das ist nicht gut. Ich hasse Spinnen. Ich sag euch, was ich jetzt tue. Ich gehe jetzt auf. Echt? Schon? Ja. Was heißt schon? Ich bin jetzt übelst lang schon wach gewesen. Vor allem, weil ich die gestrige Nacht nicht geschlafen habe. Okay. Du hast durchgemacht. Ja, Janik. Im Flugzeug kann man schlecht schlafen. Es geht gut eigentlich oft. Das ist übelst scheiße, wenn es laut ist. Ich geh jetzt ausmachen. Ja, billig Charter, weil ich also wenn im Flugzeug laut ist, ja, also. Ciao. So. Scheiß Dreck, Spinn. Ich hasse euch. Warte, zwei kurz. Ich muss kurz das machen. Alter, gerade ist wieder was eingeschlagen. Ich hab's gerade gehört, so eine Explosion. Eine Sexbombe. Nee, aber eine Explosion, ehrlich, ich hab gerade eine gehört. Ja, meine Eier sind jetzt. Nein. So, jetzt bin ich wieder da. Ich hab Unterwasseratmung bekommen durch Alter, und jetzt ist überall so viel Scheißdreck. Durch was habe ich jetzt den Trankeffekt Unterwasseratmung für 10 Minuten bekommen? Magie. Ja, wir haben echt was eingeschlagen. Ein Creeper war es. Nicht dann nur explodiert, da ist nämlich auch noch alles heil. Okay, ist mehr auf diesen scheiß bösen Spinnen. Ich hoffe so richtig, dass mal. Ja, ich hoffe mal, mein Diamond Shine Sword gedroppt in Stärke 4. Okay. Ja, das passiert voll oft bei so Rare-Viechern. Ja, wahrscheinlich eine Fähigkeit von denen. Das hasse ich immer voll. Oh doch, es war ein Creeper, der neben mir explodiert ist. Ich nehme alles zurück. Granaten, Scheißdreck, Dias. Ich hab 2 Diamond Clives. Okay, ich bin schon im zweithöchstens Stockwerk. Okay. Bald muss ich nur noch die Rohstoffe für mein Lagerhaus zusammenkriegen, weil das ist ziemlich teuer, so ein paar Emerald Chests zu machen.
Alter Scheiß Skelett. Da ist ein böses Skelett. Aber Luxus hat halt sein, hat nun mal seinen Preis.